Ende Januar tagte in Leipzig ein Bürgerinnenrat, um einen Vorschlag für den Standort des Freiheits- und Einheitsdenkmals auszuarbeiten. Am 11.02. wurde dem Oberbürgermeister Jung das Bürgergutachten übergeben. Die Entscheidung fiel auf den Wilhelm-Leuschner-Platz. Hallo und herzlich willkommen bei der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Wir sind heute Abend in der LVZ-Kuppel, wo die Ergebnisse des Bürgerrats veröffentlicht werden. Und wir haben einige Fragen an die Organisatorinnen und an die Teilnehmenden des Bürgerrates. Wir sprechen jetzt mit einer Teilnehmerin des Bürgerrats, und zwar aus der Generation, die nach 89 geboren ist. Wie ist denn Ihr Name? Ich bin Sarah Metz. Hallo Sarah Metz. Genau, Sie wurden ja zum Bürgerrat eingeladen per Brief. Und wieso haben Sie sich entschieden, mitzumachen? Ich bin Urleipzigerin in diesem Fall und wollte einfach etwas Positives bewirken und auch einfach mal was mitbestimmen, was diese ganze Situation betrifft. Und Sie kommen ja aus der Generation, die nach 89 geboren ist. Und wie war es dann, mit den Generationen zu sprechen, vor allem mit der Generation, die die Wende und die friedliche Revolution miterlebt und vielleicht mitgestaltet hat? Das war ja sicher eine sehr emotionale Diskussion. Und wie war es für Sie zu diskutieren und mit den anderen TeilnehmerInnen aus Ihrer Generation? Und wurde das von der Moderation gut geleitet, dass man sich da objektiv darüber unterhalten kann? Das war für mich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ich hatte vorher damit noch keine Erfahrung und gerade dieser generationsübergreifende Austausch war für mich ein sehr bedeutendes Merkmal, dass ich da auch noch mitgemacht habe. Es war sehr, sehr spannend, andere Erfahrungsberichte zu hören, auch emotionale Geschichten, zu denen man natürlich keine Verbindung hat, aber danach sofort diese Verbindung spürt und natürlich auch gerne dann dazu beitragen möchte, ein positives Statement zu hinterlassen mit einem Denkmal oder mit einer gewissen Entscheidung, etwas erreichen zu wollen. Und ich habe sehr viel gelernt, sehr, sehr viel mitgenommen. Und der Bürgerrat hat da sehr gute Arbeit geleistet. Die Diskussionen auch in den Kleingruppen waren sehr, sehr gut organisiert und auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau, sodass auch der Altersunterschied bei den Diskussionen da jetzt keinen großen Unterschied gemacht hat. Und hat der Bürgerrat Sie dazu ermutigt, sich noch weiter demokratisch zu beteiligen, oder haben Sie das vielleicht vorher schon gemacht? Ich habe mich vorher nirgendwo demokratisch beteiligt, aber ich fand diese Erfahrung wirklich sehr, sehr interessant und sehr aufschlussreich. Und ich würde das nicht ausschließen, mich weiter bei anderen Projekten zu beteiligen. Sehr schön, das freut uns. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und weiterhin alles Gute. Dankeschön, wünsche ich auch. Hallo Andrea Engert, Sie waren auch beim Bürgerrat dieses Mal mit dabei und wir haben ein paar Fragen an Sie. Und zwar, wie wurden Sie zum Bürgerrat eingeladen und warum haben Sie sich entschieden, mitzumachen? Ich wurde per Brief eingeladen. Ich habe einen Brief bekommen, aus dem hervorging, dass ich in einem Zufallsverfahren mit ausgewählt worden bin als eine Bürgerin von Leipzig. Und ich habe mich entschieden, daran teilzunehmen, weil ich gebürtige Leipzigerin bin und es sehr spannend gefunden habe, an einem Ereignis dieser Stadt so unmittelbar teilzunehmen. Welchen Eindruck hatten Sie über die Inputs von dem Expertengremium? Also wurden Sie genug informiert, dass Sie als Bürgerrat gemeinsam eine gute Entscheidung treffen konnten? Ja, die Informationen waren umfangreich. Sie waren sehr interessant. Sie waren geschichtlich interessant, sie waren wissenschaftlich interessant, sie waren wiederum eine Bereicherung meines Wissens, das ich schon hatte über die Stadt Leipzig, und sie waren vor allen Dingen sehr, sehr hilfreich in der Entscheidungsfindung, auch so einen wissenschaftlichen Hintergrund zu haben, der frei war von Emotionen. Das war schon sehr schön. Sie kommen ja aus der Erlebnisgeneration, also aus der Generation, die die friedliche Revolution in Leipzig und die Wende dann auch miterlebt und vielleicht auch mitgestaltet hat. Und wie war es mit den anderen Generationen zu diskutieren, also vor allem mit der Generation, die das Ganze nicht miterlebt hat? Wie war der generationsübergreifende Austausch im Bürgerrat? Das war die größte Überraschung für mich, weil dieser Austausch so erfrischend und bereichernd war, sehr respektvoll
die beiden Generationen oder drei Generationen, es waren ja drei Altersgruppen, die ausgewählt wurden, war zueinander sehr wissbegierig und, ich muss es wiederholen, sehr respektvoll. Das war sehr schön und insbesondere die Generation, die ja nach der Wende geboren ist, also nun wirklich am weitesten weg ist von diesem Thema, hat die interessantesten Fragen gestellt, weil sie eine ganz andere Gewichtung in ihrem Geschichtsbewusstsein haben und deshalb auch ganz andere Fragen stellen. Und das war sehr bereichernd, sehr schön und sehr angenehm. Das freut uns. Ich habe noch eine Frage, und zwar, der Bürgerrat ist ja eine demokratische Beteiligungsform, und hat das Gespräch im Bürgerrat Sie vielleicht dazu angeregt, sich weiter zu beteiligen, oder haben Sie sich vielleicht schon vorher demokratisch beteiligt? Ich würde jederzeit mich wieder in dieser Form beteiligen oder auch in einer anderen Form. Ich bin seit einigen Jahren Rentnerin und Oma und bin sehr gerne bereit und habe jetzt Zeit und Erfahrung, mich an solchen Verfahren zu beteiligen. Ich habe es als sehr angenehm empfunden, mit dem Blick einer schon etwas älteren Person die Informationen und die Meinungen und die Argumente der anderen Beteiligten zu hören und meine eigenen Meinungen oder meine eigenen Argumente auch ein bisschen in Frage zu stellen und auch manchmal zu revidieren oder ein bisschen abzuändern. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich würde jederzeit in einer solchen Art von Entscheidungsfindung, Meinungsbildung, in einem solchen Format jederzeit wieder mitarbeiten. Es war ganz wunderbar. Sehr schön. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und weiterhin alles Gute. Ja, vielen Dank. Ihnen auch. Dankeschön. Im Studio der Volkshochschule Leipzig begrüße ich heute Judith Winkler von der Stiftung Friedliche Revolution. Sie als Stiftung haben die Durchführung des Bürgerrats zum Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig in Auftrag gegeben. Würden Sie sagen, das war ein großer Aufwand, der sich gelohnt hat? Der Aufwand hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil der Bürgerrat wurde sehr gut durchgeführt und ist sehr gut auch abgelaufen. Also es wurde viel diskutiert, sich viel ausgetauscht und am Ende sind die Bürgerinnen und Bürger zu einer Entscheidung gekommen und insofern hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Und die Stiftung hat ja auch drei Generationen aus Leipzig für den Bürgerrat zusammengestellt. Also einmal die Erlebnisgeneration, die dritte Generation Ost und die Generation, die nach 89 geboren ist. Und es wurden 1000 Menschen in Leipzig angeschrieben, am Bürgerrat teilzunehmen. Wie war denn insgesamt die Reaktion der Bürgerinnen? Also waren viele überrascht, haben sich viele zurückgemeldet? Also es war so, dass das in einem zweistufigen Verfahren auch wieder sozusagen abgelaufen ist. Und zwar wurden zuerst 1000 Leute angeschrieben, die wurden zufällig ausgewählt. Und die konnten sich dann zurückmelden und von diesen 1000 Leuten haben sich 80 Personen zurückgemeldet, was sehr viel ist, weil normalerweise melden sich so im Schnitt 5% zurück sozusagen. Und von diesen 80 Leuten wurden nochmal 40 dann ausgewählt, auch wieder zufällig und nach den Kriterien Alter, Geschlecht und auch Stadtbezirk, die dann sozusagen daran teilnehmen konnten. Und aus meinen eigenen Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern beim Bürgerrat, weil wir haben ja vorher eine Begehung oder währenddessen eigentlich eine Begehung der Standorte gemacht und da konnte ich auch mit den Teilnehmenden reden, habe ich so mitbekommen, dass viele doch überrascht waren. Manche haben sich gedacht, was ist denn das für eine Postwurfsendung und wollten schon zum Altpapier tun, haben dann aber doch nochmal drauf geguckt und manche haben ihre Nachbarn gefragt, ja, hast du sowas eigentlich auch bekommen? Und ja, insofern waren viele, glaube ich, schon überrascht, aber waren auch sehr begeistert, dass sie ausgewählt wurden. Und die Aufgabe des Bürgerrats war, der Stadtratsversammlung einen Vorschlag vorzulegen für den Standort des Denkmals. Und ist die Stiftung zufrieden mit dem Ergebnis des Bürgerrats? Wir haben, das war ja sozusagen der erste Bürgerrat auf kommunaler Ebene in Leipzig. Und wir waren im Vorfeld sehr gespannt, wie das ablaufen wird.
und haben dann aber währenddessen die Erfahrung gemacht, dass das ein sehr gutes Format ist und dass es ein unglaublich respektvolles Miteinander war während des Bürgerrats und sehr viel Austausch stattgefunden hat und sehr klug diskutiert wurde. Die verschiedenen Standorte ganz intensiv diskutiert worden und alle Aspekte sozusagen, alle Aspekte diskutiert worden und sehr kluge Gedanken dabei waren und wir hinterher gedacht haben, also an das Argument hätten wir jetzt gar nicht gedacht. Also insofern sind wir sehr zufrieden. Sehr schön. Und was passiert jetzt mit den Ergebnissen? Wie geht's weiter? Die Ergebnisse und die Diskussion auch des Bürgerrats, die wurden in einem Bürgergutachten zusammengeschrieben. Das wurde am letzten Donnerstag, am 10. Februar, dem Oberbürgermeister bei einer öffentlichen Veranstaltung der LVZ übergeben. Und dieses Bürgergutachten nimmt der Oberbürgermeister mit in den Stadtrat und dort wird jetzt weiter diskutiert. Und die finale Entscheidung trifft letztendlich der Stadtrat. Aber er bezieht natürlich die Bürgerentscheidungen in seine Überlegungen ein und der Bürgerrat oder die Entscheidung des Bürgerrats hat ein sehr großes Gewicht bei dieser Diskussion. Und wo und wie kann man sich über den weiteren Verlauf des Freiheits- und Einheitsdenkmals informieren? Ja, da habe ich meinen kleinen Flyer mitgebracht, unseren Flyer zum Beteiligungsprozess. Da gibt es verschiedene Informationen drin und auf der Rückseite auch nochmal unsere verschiedenen Adressen. Da ist einmal die Internetadresse und die E-Mail-Adresse, auf der man uns gerne schreiben kann. Aber natürlich kann man uns auch gerne vor Ort in der Denkmalwerkstatt in der Kupfergasse 2 besuchen. Ja, vielen Dank, Frau Judith Winkler. Und vielen Dank an die Stiftung Friedliche Revolution. Mhm. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke Ihnen und Ihnen auch einen schönen Abend. Dankeschön.